Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem lang ersehnten Video mal wieder. Ich habe jetzt seit langem keine Videos mehr gemacht. Ganz einfach aus dem Grund, es ist jetzt das neue Jahr, jetzt haben wir ein bisschen, ja, Pause gehabt. Jetzt mache ich mal wieder ein Video, jetzt haben wir hier den 1500 € Gaming-PC, den ich euch heute vorstelle. Um genau zu sein, sind es 1500 und ein paar zerquetschte noch. Die werden sich aber natürlich verändern, die Preise gehen hoch, runter, meist immer runter. Das heißt, wir werden uns heute mal den 1500 € Gaming-PC anschauen. Und der, ich kann euch gleich sagen, es ist ein wirklich, wirklich guter PC. Es ist was ganz Neues rausgekommen und das wollen wir uns jetzt anschauen, nämlich den Intel Core i7 4820K mit 4x 3,7 GHz, es ist mit dem Sockel 2011 in der Without Fan, also ohne Lüfter Konfiguration. Das heißt, wir haben hier keinen Lüfter dabei, man muss sich hier so einen Lüfter kaufen, wenn man nichts drauf braten möchte. Wichtig ist zu sagen, dass hier nicht auf den Haswell-Prozessor gebaut wird, sondern auf dem Ivy Bridge-Prozessor. Das heißt, sie haben sich gedacht, okay, die anderen sind so, ja, auf Haswell. Das heißt, wir machen jetzt ein bisschen auf Ivy Bridge nochmal und haben hier eine erweiterte Version davon rausgebracht und haben hier den i7-4820K. Hier ist auch der ganz, ganz wichtige Sockel. Hier haben wir nämlich 2011er Sockel, was wir bei den 477K nicht hatten. Das heißt, das ist hier eine sehr, sehr leistungsstarke CPU, eine wirklich starke, die mit 130 Watt TDP angegeben ist. Das heißt, es sind rund 50 mehr Watt als bei der normalen 477K. Ich kann euch aber gleich sagen, das stimmt nicht ganz. Das ist nur so angegeben. Man muss natürlich die Höchstwerte angeben und da ist der Prozessor wirklich eine Rampensau, kann man schon fast sagen. Also der geht da schon richtig, richtig ab. Ist eine ganz gute CPU. Ich konnte es zwar noch nicht testen, das heißt, ich habe es ja auch noch nicht gehabt, aber ich kann euch sagen, die wird wahrscheinlich noch schneller sein als der 477er, von daher auch ganz gut. Um dieses ganze Monster zu kühlen, braucht man natürlich auch einen Monsterkühler. Hier haben wir dafür den EKL Alpenföhn Matterhorn Shamrock Edition Tower Kühler. Ich habe auch nochmal geguckt, dieser Tower Kühler kann richtig, richtig viel Luft befördern und ist wirklich richtig stark. Also meine Empfehlung meiner Meinung nach. Und ganz ehrlich, ja, was will man mehr? Also der ist wirklich top und damit kann man richtig gut kühlen, meine Empfehlung. Dann haben wir als Mainboard natürlich nichts geringere als den Gigabyte GA X79 UD3 Intel mit dem X79 Chipsatz. Und natürlich haben wir hier den gescheiten Sockel, den 2011er Sockel drauf, das heißt, ihr braucht euch auch keine Sorgen machen. Wir haben hier viermal Arbeitsspeicherslots, maximale Kapazität sind 8 GB, das wird bei uns auch nicht das Problem sein. Dann haben wir 4x PCI Express 3.0, 2x PCI X1, 1x PCI, 6x Festplattenanschlüsse für 6 GB, 6x SATA-Anschlüsse für 3 GB, dann haben wir auch noch einen 7.1 Soundchip, 6x 3,5 mm Klinken, ein Toslink und ein Coax Digital Link. Dann haben wir noch 8x USB 2, und das ist echt viel, 8x USB 2.0, nur am Mainboard. 2x USB 3.0 und 2x eSATA, 1x PS2. Ja, das ist wirklich eine richtig, richtig gute Ausstattung, dass man mal bedenkt, dass hier gleich 8x USB 2 und 4 PCI Express dabei ist. Also das ist wirklich genug für fast jeden hier. Und das ist zu einem so preiswerten Preis eigentlich. Also das ist wirklich angepasst, dieser Preis. So, ich würde schätzen, so, ja, der Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier so bei 70-80%. Das ist schon nicht schlecht gemacht, meiner Meinung nach. Man hat wirklich das, was man braucht. Es ist wirklich ein gutes, ja, Board. Gut, dann fahren wir mal fort, wo diese Arbeitsspeicher verbaut werden. Nämlich haben wir hier keinen gewöhnlichen Arbeitsspeicher. Wir haben nichts Geringeres als ein 16 GB Kingston HyperX Beast DDR 2133, dem CL11 Dual Kit. CL11 ist eine richtig, richtig gute Latenz, ich glaube eine der besten. DDR3 2133, das ist richtig schnell. Wir haben hier nämlich nicht die 1600er, wie normal, ist ja langweilig, ne? Wir haben hier wirklich richtig schnelle Arbeitsspeicher, die schnell, also die sind echt richtig schnell. Die sind viel schneller als ein 1600er, von dem her wirklich stark ja auch. Und da haben wir 16 jeweils von, nur reinste Power. Und wenn man sich das mal so anschaut, die kosten schon mehr als das Mainboard, ne? Also die sind auch wirklich gut. Kann ich auch nur empfehlen und das wird euch wirklich zum Gamen hundertprozentig jahrelang ausreichen. Dann haben wir als nächstes 120 GB Samsung 840 Evo Series.
Das ist hier die SSD, die wir verbauen. Und zwar auch zu einem ziemlich guten Preis. 120 GB ist genug für das Betriebssystem und ist sehr schnell, also einer der schnellsten Festplatten. Meine Empfehlung für euch. Dann haben wir jetzt die HDD. Da haben wir eine 2 TB Seagate Desktop HDD. Ich finde, ja, in so einem PC, wo wirklich, wirklich stark ist, braucht man mindestens 2 TB. Also das ist so meine Anforderung. 1 TB ist zu wenig. Ich meine, wir haben hier so ein Mega-PC, da soll auch was draufpassen. Und da haben wir eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte, nämlich von Seagate. Wirklich sehr schnell und sehr gut. Für jeden Gamer natürlich. Dann haben wir als Herzstück von allem, mehr oder weniger, das ist das teuerste überhaupt in diesem PC, und das ist die Nvidia Zutec GeForce GTX 87 Ti mit 3 GB. Und das ist wirklich das Prachtstück. Das ist zurzeit die schnellste Grafikkarte überhaupt auf dem Markt, die es zu kaufen gibt. Und zwar biete ich die von Zutec an. Es gibt auch die mit 3 Kühlern und so, die sind aber lauter, aber ich kann euch sagen, dieser Referenzkühler, den sie aufgebaut haben, den ihr hier auch seht, dieser ziemlich große Kühler mehr oder weniger, den habe ich ja auch in meiner GTX 87 ja drin. Und ich kann euch wirklich sagen, ich habe das jetzt schon mal im Kumpel gehabt, dem PC habe ich auch zusammengebaut, und da war das wirklich so, dieser Kühler, dieser Referenzkühler, der kühlt einfach so gut, man braucht keinen anderen. Das ist wirklich richtig gut, da hat sich Nvidia was einfallen lassen, hat Nvidia designtechnisch und nochmal richtig, richtig was gegeben. Also meiner Meinung nach, sehr guter Kühler, passt perfekt, reicht hundertprozentig aus für jedes Game, was man kühlen will. Selbst auf hundertprozentige Auslastung. Selbst für ein Benchmark hat das Ding noch 60 FPS gehabt. Also bam, also richtig. Also beim richtig harten Benchmark. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Aber wirklich ein Monster. Das ist nochmal so 10-20% mehr als bei meiner GTX 87. Ich schätze, ja, 10 eher. Aber ist wirklich gut, kann ich nur empfehlen. Und Assassin's Creed Black Flag gibt es noch gratis dazu. Ja, dann haben wir als letztendliches Netzteil ein 600 Watt Be Quiet Straight Power E9 Non-Modular 80 Plus Gold. Ja, ich habe das jetzt Non-Modular genommen. Ihr könnt euch das nochmal Modular ausschauen. Warum habe ich es Non-Modular genommen? Also, Non-Modular heißt mehr oder weniger natürlich, dass alle Kabel noch dran sind an diesem Teil und nichts abnehmbar ist. So, wer jetzt denkt, ja, aber dann gibt es noch einen Kabelwerber, da hat sich nämlich BeQuiet auch was ausdenken lassen. Nämlich, die haben das Ganze zusammengebunden und man kann die Sachen, die man nicht braucht, zusammengebunden lassen, mehr oder weniger dann neben dem Netzteil platzieren, und die man braucht, nicht zusammengebunden lassen. Das heißt, es ist auch nicht schlimm, dadurch spart ihr euch nochmal Geld, und ihr habt hier natürlich Intel 4. Generation Intel Core kompatibel. Das heißt, man kann es auch mit dem 4820K benutzen. So, gut, dann haben wir als Laufwerk eins von LG und als Gehäuse letztendlich das Sharkoon Rex 8 Value Militar ohne Netzteil schwarz. Es gibt es in verschiedenen Farben, meiner Meinung nach sieht es ganz gut aus, ist eigentlich ziemlich groß, passt viel rein. Die Grafikkarte auf jeden Fall, also da sollte alles Platz finden. Und hier ist auch noch als Besonderheit die schraubenlose Montage und das Kabelordnungssystem hinter dem Mainboard. Das heißt, auch nochmal für euer Non-Modular-Netzteil habt ihr hier nochmal ein Kabelordnungssystem hinter dem Mainboard. Das heißt, kein Kabelwerber. So, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, aber ich möchte noch eine kleine Information hinzufügen. Viele haben gesagt, ja, wozu brauchst du 16 GB zum Spielen? Natürlich braucht man sich 16 GB zum Spielen. Aber ganz ehrlich, wieso sollte ich mir jetzt 8 kaufen, wenn ich für 20, 30 Euro nochmal irgendwie die Doppelte haben kann? Also wirklich nicht, also meist kostet ja auch das Doppelte 16 GB zu haben, aber 16 GB für mich persönlich brauche ich das, weil ich kann nicht mit 8 GB, das geht einfach nicht, weil ich muss noch Videos rendern, ich muss das und das und das, und das seid ihr einfach für alles gerüstet. Ihr könnt euch auch 8 GB raussuchen, das könnt ihr ja tun, das ist ja nicht mein Problem. Aber ich empfehle die Sachen nur und mache das so, wie ich möchte. Und ich finde es auch gut so. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Gaming. Ciao.